Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Viktor Vran. Ja, lange ist es her, dass ich das gespielt habe und jetzt bin ich dabei. Ich spiele es jetzt gerade. Mit dem Controller. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, glaube ich, was das Spielen anbelangt. Okay, das ist... Ah, okay, Waffenwechsel, okay. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich auch gar nicht mehr weiß. Ja. Irgendwie das mit dem Controller gefällt mir gerade gar nicht. Also es gefällt mir überhaupt nicht. Also ist ein zweites Mal also ein Zerstören. Okay. Gab es nicht eigentlich auch eine Kiste, so wie bei Diablo zum Beispiel? Doch hier. Ja. Wir haben auch eine Kiste. Da ist nur ein bisschen Zeug drin. Scheiße. Das ist gerade ein bisschen... Hallo, ich würde gern... Ja. Okay, nein. Das geht gar nicht. Hab's gerade probiert, aber... So. Spielen das Ganze wieder mit der Maus. Ja, das ist. Genau so. Springen. Ausweichen. Okay. Ist mir gerade ein bisschen lieber. Die Frage ist nur. Die Waffe. Ah, okay, so kann ich die Waffe wechseln. Ja, ich muss erst wieder reinkommen. Sorry, Leute. So. Ich habe ewig lang nicht aufgehört, deswegen. Also, es ist sehr, sehr lange her, dass ich das Spiel hier gespielt habe. Deswegen, naja. Medizin haben wir ganz oft verwendet, statt 300 Lebensenergie wieder höher. So. Die haben wir eh zweimal, das heißt, einmal kann ich sie hier reinlegen. Für das Game gab es übrigens ein Update, soweit ich das noch jetzt in Erinnerung habe. Und ja. Das ist ziemlich nett eigentlich. Alter, was habe ich hier verbrochen eigentlich? Was habe ich hier verbrochen? So, warum habe ich den Foliant? Weil er so schwach ist, ne? Okay, ich muss mich irgendwann irgendwie entscheiden. Also Foliant so an sich ist ja geil, ne? Aber ich lege ihn einfach hier rüber. Wisst ihr was? Ich werde das hier kurz ein bisschen aufräumen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao! Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Viktor Vran. Ja, ich habe jetzt endlich... Ich sag's mal so, ich habe jetzt endlich alles sortiert ein bisschen. Und jetzt können wir eigentlich starten... Ich spiele das Ganze wieder mit Controller, mit der Maus. Fluch der Tyrannei. Einige Monster werden zu Champions. Tyrannen-Champions sehen nicht für Herausforderungen. 10% erhöhter XP-Gewinn, finde 5% mehr Gegenstände. Das lassen wir so. Der Rest ist, glaube ich, eh schlecht gewesen. Ich habe das Game ja schon lange nicht mehr gespielt und ich habe mich jetzt grundsätzlich dazu entschieden, dass wir nicht das ganze Gebiet immer aufdecken, sondern dass wir im Grunde jetzt mal der Story folgen, dass wir da ein bisschen weiterkommen und ja, auf jeden Fall würde ich sagen, betreten wir das Ganze hier. Es gibt auch schon, glaube ich, zwei Addons oder eines, ich weiß nicht so genau. Oh Gott. Fängt schon gut an. Okay, irgendwie kann ich es aber trotzdem nicht lassen.
Ein bisschen. Huch. Ah, sicher ist. Autsch, 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 autsch. Boah. Ah, ja. Alter. Ein fieser Gegenmove. Okay. Ich muss mich ein bisschen einspielen erst wieder. Okay. Ja. Mist. Gut, der ist mal down. Okay. Ah, ja. Ja, ich hab eher. Ja. Also, einspielen muss ich mich hier definitiv wieder. Was kann das? Schockwelle. Erzeugt eine Schockwelle, die den Zustand betäubt, erzeugt aber keinen Schaden zufügt. Diese Attacke verbraucht alle Sehnsplitter, die Dauer von betäubt wird, abhängig von der Anzahl der Sehnsplitter verlängert. Spalten trifft 5 oder mehr Gegner mit dieser Attacke, um die Kudon mit dem Schockwelle zurückzusetzen. Okay. Eine grundlegende Reihe von Attacken, die mehrere Gegner treffen, erhalte für jeden getroffenen Gegner den Zustand Sehnsplitter. Maximal 10. Achte auf das Timing deiner Attacken, um den Zustand verwundbar bei deinem Gegner zu verursachen. Sehnsplitter, die Fußklinge der Sense reißt bei jedem Treffer ein Stück der Seele des Gegners heraus und jetzt ist es so. Die nächste Attacke gegen dieses Ziel wird ein kritischer Treffer sein. Okay. Feuer deinen Ziel suchenden Kugelblitz ab, der zwischen Zielen geschockt hin und her springt. Diese Attacke kann auch dich und deine Verbündeten treffen. Feuer einen langsamen Kugelblitz ab, der sich nach wenigen Sekunden in eine Blitzfalle verwandelt. Die Blitzfalle verrichtet Schaden und verursacht geschockt bei allen Gegnern in der Nähe. Okay, das heißt, man sollte eigentlich zuerst das hier und dann. Okay. Ach du Heilige. Ja. Gut. Okay. Er ist down, sehr schön. Hat sogar eine Waffe gedroppt, sehr nice. Verziertes Blitzgewehr. Goldkost um das Vierfache erhöht, Cooldowns von Nacken nach einem Overkill um 2,5 Sekunden gesenkt. Statt der Waffe, die ich jetzt habe, Schaden finden. Ja, nee, nicht so wirklich. Nee, danke. Okay. Das Spiel ist eh ganz nice eigentlich, aber ich muss mich jetzt wieder. Muss ich hier ein bisschen reinfuchsen erst wieder. Okay, aber die Kombination mit dieser. Also die Sense finde ich jetzt nicht so geil, aber. Die Sense finde ich jetzt nicht so cool, aber es ist die Shot. Also die Waffe, die ich jetzt habe, die Shotgun ist ziemlich nice eigentlich. Gut, der Dings ist tot. Oh shit. Das
So. Ja. Sicher, why not? So, ein bisschen heilen. Oh, der macht ordentlich Damage, der Junge. Ah, okay, Level Up auch noch. Irgendeine Waffe bekommen, was ist das hier? Ah, sehr schön. Gut, brauche ich nicht die Waffe. Du kannst nun mehrere Schicksalskarten, die Schicksalskarten von einer ausgerüsteten Karte dürfen dein maximalen Schicksalspunkt nicht übersteigen. Okay. Zusätzlich einer Fähigkeit wirst du bei jeder Stufe einen Bonusgegenstand erhalten. Bitte wähle deine Belohnung aus, um eine Stufe aufzusteigen. 15% Schaden, aber Abzug von 7% der maximalen Lebensenergie und erhalte 3,5% deiner maximalen Gesundheitsenergie bei einem kritischen Treffer. Okay. Okay, Stufenaufstieg. Wir können jetzt noch mehr Schicksalskarten reinlegen. Löst nach einem Nahkampf eine Explosion aus. 8% kritische Trefferchance. Dann lege ich das mal rein. So. Und stirb. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, will ich mich teleportieren oder will ich mich noch ein bisschen umsehen? Ich teleportiere mich einfach. Sobald eine Information den Volkovs in die Hände fällt, gehört diese auf immer ihnen, heißt es. Alle anderen Besitzer dieses Wissens sollen den Gerüchten nach erkranken und verschwinden. Ich liebe diese Stimme von Vin Diesel, das ist super. Das ging daneben, Junge. Und ciao. Ich glaube, mit einem Hammer, glaube ich, sind sie... Mit einem Hammer kann man sie zerstören, ne? So, ich werde auch die Aufgaben nicht mehr alle versuchen zu erledigen. Ist das hier? Oh ja, Overdrive, okay. Damit kann ich die Fähigkeiten verwenden, ne? Tot. Oh, gefällt mir das. Die ist nice. Das auch. Also, sie ist ein bisschen langsam, muss ich zugeben. Die Waffe ist ein bisschen langsam. Yeah. Tot, tot. Tot. Und das ist auch tot. So. Ja. So, einmal hier durch. Ja. So, 3 Champions erschlagen. Alter, wie oft kommen die eigentlich ausweichen in dem Game? Alter. Die Debuff ist ein bisschen anstrengend hier, ne? So, weg mit dir. Waffe ist überhitzt, Alter, ernsthaft? Alter, ernsthaft? Was denn Dreck? So, und weg mit dir. Wow,
Okay, da muss ich noch ein paar Gegner erledigen. Mit meiner Dämonenwaffe. Die Volkov sind Vampire. Das erklärt so einiges. Ja. Oh, da ist ein Tagebucheintrag. So viel zum Clan der Volkovs, würde ich sagen. Wenigstens hier in Zagoravia. Du weißt aber schon, dass sie in einer ganzen Reihe von Städten Zweigstellen haben, oder? Vielleicht werdet ihr euch eines Tages wiedersehen. Ja. So, soweit ich mich erinnern kann, haben wir immer ein bisschen vorgelesen. Was wir so gemacht haben, warte, wir, ja, Vampire. Vampirische Laura. Laura plant sorgfältig, wie sie mich angreifen wollen. Meine Intuition sagt mir, dass sie mich aufmerksam beobachten, wie ich mir mit der Klinge meinen Weg durch die Straßen der Stadt bahne. Erst wenn sie denken, dass meine Aufmerksamkeit nachlässt, werden sie aus dem Schatten zuschlagen. Flink und lautlos jedes Mal, dass es mir gelingt, ihren hinterhältigen Angriffen auszuweichen, senden sie arkane Geschosse aus, die mich verfolgen, während sie ihren nächsten Angriff vorbereiten. Fiese, fiese Dinger. Hier steht, dass König Boromir einer Verschwörung von missgünstigen Adeligen zum Opfer fiel und vergiftet wurde. Das geschah in einer alten Kapelle, die sich irgendwo im Zwiebelviertel befinden sollte, dem heute ärmsten Teil der Stadt. Na dann auf ins Zwiebelviertel, ne, würde ich jetzt mal sagen. So, ich versuche aber nicht schnell zu reisen, weil das wollte ich eigentlich komplett vermeiden. Wir schnell reisen. Habe ich nicht ganz so hinbekommen. Mehr Damage würde er machen. Er hat beim Treffer 31 Lebensenergie. Cooldowns von Dacken nach einem Overkill. Okay. Ja. Warte, die werde ich. Wir legen die nach oben. Alles, was hier drin ist, nehme ich. Also grundsätzlich Kraftstand des Schadens in Transmission. Ja, das ist auch so etwas, was ich noch nicht nachgegoogelt habe, wie man irgendwas transmutiert oder so. Ja. So, kann ich jetzt hier? Das kann ich eigentlich gar nicht raus, ne? Nö. Okay. Dann mal hier lang. Ja, betreten. Mach schon, berühre den Kürbis. Du willst es doch. Nein, ich will kein Kürbis. Nein. Komm schon. Fass ihn an. Was soll schon passieren? Ich will den Kürbis nicht berühren. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, was da das letzte Mal passiert ist. Also, nee, danke. Da, tot. Alter, die Waffe ist so schön. So, wo müsst ihr jetzt eigentlich hin? Warte, muss ich ins Schloss zurück, oder was? Bams! Sterbt doch einfach alle. Und tot. Huch. Machen schon viel Schaden, muss ich zugeben. Okay, so, weg mit ihnen. Wenn die Kleine halt komplett hin und her fliegt, das ist schon, das bringt schon was. Oh, ein paar Zirkusspinner. Vielleicht wollen sie nur Freunde sein. Vielleicht auch nicht.
So, ein bisschen Dämonenfähigkeit rein. Nein! Oh, verflucht!